Willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Wir machen weiter in Welt 1-4, dem drüben Hügel. Auf geht's, wieder Paper Mario Sticker Star Time. Und wie immer kämpfen wir gleich am Anfang. Immer gleich am Anfang gegen ein paar Gegner. Und benutzen schon unseren gleich gerade eben erhaltenen Seriensprung. Indem wir alle Gegner damit töten und damit ein Perfect bekommen. Ja. Und übrigens habe ich jetzt Paper Mario Sticker Star schon bis zur dritten Welt gezockt. Ich bin noch nicht sehr weit, weil ich mich auch sehr auf die Secrets konzentriere, die übelst geil sind. Und deswegen freue ich auf die kommenden Parts bei NSMB. Genau. Paper Mario Sticker Star meinte ich natürlich. Ja, freut euch auf jeden Fall auf die Parts. Oh, wir haben einen Dreierpack bekommen. Das heißt, wir bekommen viele Münzen. Und wir benutzen einmal einen abgenutzten Sprung. Und dann einen Hammer. Und dann wären wir eigentlich soweit. Okay, im Prinzip können wir auch die Gegner umgehen, aber die Münzen sind mir jetzt dann doch wert. Und wieder ein Perfect. Ja, die Wüste wird ein geiles. Eine geile Welt. Sag ich schon mal, die kommt als zweite Welt ran. Die wird so genial. Okay. Was gibt's hier? Windmühle. Vorsicht vor den Vögeln an besonders windigen Tagen. Sehen wir uns sie an. Was denn das? Der Flügel blockiert den Eingang. Und zwar komplett. Das hat sich der Architekt bloß dabei gedacht. Ha! Irgendwas fehlt im Gesamtensemble. Wie wär's mit der Eingangstür? Richtig, Kersti. Well done. Aber nur mal so zur Info. Hier müssen wir papierisieren. Nur fehlt uns da was Wichtiges. Huch, komisch. Ich habe noch nie eine Papierisierungsstelle wie diese hier gesehen, um Sticker aufzukleben. Ich schätze, die ist für einen seltenen Stickertyp, mit dem ich mich nicht so auskenne. Ja, ist es auch, Kersti. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir müssen nämlich noch was ganz anderes machen. Das heißt, auch mit einem Gamba kämpfen. Benutzen wir mal einen Panzer. Das müsste beide eliminieren. Ja, passt perfekt. Okay, dann gehen wir weiter. Die Röhren lassen wir mal unbenutzt. Und gegen euch will ich erst gar nicht kämpfen. Ich will nur die paar Münzen hier. Und wir papierisieren dann mal einen Auerhammer und wollen einen Tip-Top-Super-Glitzer-Auerhammer bekommen. Wäre ganz nett. Naja, passt perfekt. Ei, 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 ei. Ah, das hat wehgetan. Aber Wayne interessiert, du bist ein Koopa und das heißt, du bist ein alleiniger Koopa und das heißt, wir können dich gleich so fertig machen. Und ja, da bist du auch schon Geschichte. Und hier wartet ein trauriger Tod auf uns. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Natürlich, durch die Röhren. Die uns davon erwarten. Oh, ein Heart. Okay, hier gibt's auch nichts mehr, deswegen müssen wir jetzt auch in die Röhre reingehen. Oder eine der Röhren. Und zwar nehmen wir einfach mal diese hier. Und gelangen somit in den Untergrund. Und vor den Buzzy Beetles können wir nicht ausweichen. Gegen die müssen wir kämpfen. Ja, es ist ja so schlimm, wir müssen gegen die unbedingt kämpfen. Deswegen machen wir es auch mit einem abgenutzten Sprung. Das müsste den Rest ihm gegeben haben. Oder ihm den Rest gegeben haben. So ist perfekt Deutsch. Oder Deutsch perfekt gut, Alter. Yalla, yalla. Okay. Nein. Aber egal. Es ist ja nur einer von ihnen. Was benutzen wir? Wir haben ja keinen abgenutzten Sprung mehr, deswegen nur einen normalen Sprung. Und dann eliminieren sie sich gegenseitig. Ja. Gut. Ich kenne die Geheimnisse des Games jetzt perfekt, wie man in den Kämpfen richtig nichts abgezogen bekommt. So mag ich das. Okay, ein Sprungsticker.
So. Und dann führt uns der Weg auch schon gleich zu dem Tod. Aber zuerst nehmen wir uns mal die Sticker hier. Und das Herz, das wir eh nicht brauchen. Aber egal. Und bevor wir mit ihm reden, ziehen wir alle Sticker ab und jetzt können wir mit ihm reden. Mario, du hast mich weinen gehört und bist zu Hilfe gekommen. Aber ich muss auch wohl auch ziemlich laut geweint haben. Ich war auf einem friedlichen Spaziergang, als ich merkte, dass ich mich verlaufen hatte und umgeben war von Gegnern. Allein hätte ich nie fliehen und den Weg zurückfinden können. Also habe ich meine Einsamkeit durch Schluchzen ausgedrückt. Durch viel Schluchzen. Und jetzt hoffe ich, dass du mich in die Stadt zurückbringst. Ich folge dir in kurzem Abstand und stehe nicht im Weg. Versprochen. Der Tod hat sich dir angeschlossen. So, dann können wir auch nicht über den Zaun springen. Weil sonst bleibt das Viech dort hängen, also der kleine Tod. Und müssen auch jetzt jeden Gegner hier besiegen, den wir begegnen. Leider. Ja. Naja, 2 ist auch gut, dann müssen wir nicht unbedingt 3 Items einsetzen. Dann nehmen wir einmal einen Hammer. Und einen Sprung. Ich sollte mal meine Sticker sortieren. Oh, super. Das erledigt sie schon fast alle. Aber wir brauchen ja dich noch. Okay, das wird ein etwas längerer Part, wie ich sehe, weil wir haben noch viel vor in dem Part jetzt. Ja, wir müssen auch gegen dich kämpfen. Was kommt da? Ein Koopa? Ne, 3. Okay. Und dann versuchen wir es zu schaffen. Oh, Giftpilz. Ah, Mann. Der Pilz war schon richtig, nur die Farbe hat nicht gestimmt. Okay, dann könnten wir einen Seriensprung machen. Das müsste ja eigentlich schon reichen. Ja, das reicht sogar schon. Reicht, perfekt. Okay. Der Tod freut sich, dass ihm nichts geschieht. Und dann müssen wir jetzt auch noch hier gegen das Viech kämpfen. Er ist sogar alleine, forever alone. Das heißt, dass wir einen abgenutzten Hammer benutzen können. Ich hoffe mal, das reicht auch. Super reicht. Sind genau 4. Dann bin ich ja stolz. Und auch froh. Nicht nur allein stolz. Die Münze, danke. Okay. Und was hat der Tod gelabert? Wir müssen ihn in die Stadt zurückbringen. Also zu Stickershofen. Endlich sind wir über der Erde. Und das nur dank dir, Mario. Du bist ein fantastischer Beschützer. Jetzt bleib stark und bring mich den ganzen Weg zurück in die Stadt. Ist ja auch nur ein kleines Stück zu gehen. Richtig. Denn wir sind so schnell wie der Blitz wieder in der Stadt. Und ja, das gehört alles zur Story hinzu. Also müssen wir den Tod zur Stadt zurückbringen. Okay. Du hast es geschafft. Du hast mich in die Stadt zurückgebracht. Unglaublich. Ich könnte heulen vor lauter Freude. Zum Dank für meine Rettung habe ich ein kleines Geschenk für dich. Komm mit mir zu Hause vorbei. Jetzt das mittlere Haus in der 3-Gruppe da hinten. Ich warte dort auf dich. Ja. Aber erstmal haben wir hier noch etwas zu erledigen. Wir müssen nämlich papierisieren und unseren Kumpel, der im ersten Part da untergetaucht ist, zu befreien. Entrollen ist gefährlich. Danke für deine Hilfe. NP, Mann, NP. Jetzt läuft er in sein Haus und dort gibt's auch was Lustiges, aber das machen wir ja heute noch nicht. Beziehungsweise heißt heute in diesem Part noch nicht. Und dann setzen wir den Brunnen von Stickershofen wieder dort rein. Und jetzt kann der Tod dort hinten auch beruhigt sein, dass der Brunnen wieder da ist. Gell? Was mit dem Tod passiert, der gerade im Ausgang stand? Naja, egal. Was mit dir? Hallo, ich verstecke mich gerade. Ah, so, du versteckst dich gerade. Dann hast du die vielen Gambas in der Nähe der Stadt bemerkt. Es wird gemunkelt, dass sie vom Goomba-Kastell aus über das Gebirge hergekommen sind. Seit dem Tumult beim Stickerfest legen sie sich anscheinend wahllos mit Passanten an. Ich versuche, ihnen nicht in die Augen zu schauen. Okay. Das in der Mitte hat er gelabert, ne? Also da wohnt der Typ. Ja, da wohnt er auch. Mario, ich habe auf dich gewartet. Das hier ist kein besonders tolles Dankeschön, aber bitte nimm es. Einen Pilzsticker!
Danke, Mann. Hey, apropos, als ich mich total in Gedanken verloren verlaufen habe, haben die Gambas vor dieser Windmühle da ganz komische Sachen gesagt. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Ist das nicht komisch? Ich meine, was ist das überhaupt für eine Sprache? Boah, was hätte ich schon wieder getan? Ich muss echt damit aufhören, mich ständig in Gedanken zu verlieren, bevor ich mich noch richtig verlaufe. Da hat er recht. Okay, Leute, ich muss mein Album sortieren nach Stickern. So, Sticker sind sortiert. Sehr schön. 3 Seiten haben wir fast voll. Haben wir auch schon 4 Seiten? Ich glaube nicht. Naja. 4, 1, 2, 3, genau. Aber wir müssen noch etwas verkaufen, bevor wir dann wieder in den trüben Hügel reingehen. Und nichts kaufen sollten wir, denn wir müssen Platz schaffen. Deswegen habe ich jetzt auch sortiert, denn unnötige Items werfen wir mal weg. Wie zum Beispiel einen Wurfhammer. Den haben wir sogar 5-mal. 10 Münzen sind gut. Aber einen zweiten würde ich nicht verkaufen. Vielleicht noch eine Feuerblume. Ne, 2 Feuerblumen würde ich verkaufen, denn wir haben 5 von den normalen. Und dann noch 2 glitzernde. Okay, das reicht eigentlich schon. Dann öffnen wir unser Album, sortieren nochmal. Und dann verkaufen wir, glaube ich, noch einen Panzer. Ansonsten ist der Platz dann doch nicht ausreichend. Wie viel gibt er mir? 10? Ja. Reicht. Okay, dann danke für deinen... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Okay, was will der Mario? Hast du von den komischen... Ja, das... Ja, genau. Ja. Tipptopp super. Okay, nämlich hier müssen wir rein, um dann in der Story weiterzukommen. Und wir müssen dem Typ reden. Oh, du hast mir aber ein herrliches Dings mitgebracht. Die meine verrückten Dings sind das Spiel schon total verrückt. Stell jetzt einfach mal auf die Plattform da drüben. Genau. Ich hoffe, das reicht. Ich habe jetzt auch Platz dafür. Der Ventilator soll es sein. Ja, der hat Platz. Aber ansonsten haben wir keine Sticker mehr. Und wirklich unglaublich, oder? Du kommst hierher, wirfst ein Dings an die Leinwand und zack, wird es zum Sticker. Zum Dings-Sticker, wie ich sage. Klingt einfach gut, findest du nicht? Mario, ich muss es dir einfach sagen. Du bist so ein Glückspilz, dass du das mit eigenen Augen sehen kannst. Na, was meinst du? Ziemlich lustig, oder? Ab sofort kannst du Sticker nicht nur finden, sondern auch selbst herstellen. Egal, was für ein verrücktes Dings du findest, hier kannst du es auf jeden Fall stickerisieren. Du kannst natürlich auch vorbeikommen, wenn du gar keine Dings bei dir hast. Schließlich können wir über alles reden. Jedenfalls freue ich mich darauf, dich bald wieder zu sehen. Bleib positiv. Danke. Wir bleiben auch mal positiv und gehen in keine Minuswelt, sondern in die positive Welt. Also, es gibt auch keine negative Welt, was labe ich eigentlich. Aber ich meinte, das soll eine Einspielung sein auf Welt 1.4. Denn dort machen wir jetzt auch weiter. Trübenhügel, weiter geht's. Und ich glaube, wir haben keinen Platz im Album, ne? Oh doch, für 2 Sticker ist noch Platz. Dann gib noch den her. Dann haben wir einmal einen Hammer und einmal einen Sticker. Und das war's auch schon. Mehr Platz haben wir nicht. Außer wir papierisieren jetzt. Und setzen den Ventilator an genau diese Stelle. Um alles zunichte zu machen. Naja, nicht ganz. Hallo! Naja, eigentlich nur um die Windmühle, die Räder, Windräder frei zu bewegen, tun, sein. Richtig. Ja! You've done it right now. Okay. So ist geil. So, dann können wir auch da rein. Und genau, was der Tod vorhin gelabert hat mit den Goombas. 4, 1, 2, 3. Müssen wir hier nämlich machen. Und so machen wir es dann richtig. Und dann geht's weiter in die Röhre. Lassen wir einfach mal den Buzzy Beetle Buzzy Beetle sein. Den können wir gerne noch besiegen. Ja, okay, dann gleich einen Sprung einsetzen, dass der den anderen auch noch mitfegt.
oder mit fickt. Keine perversen Anspielungen. Ne, keine Beleidigung, um genau zu sein. Frohisch, geil. Und dann nehmen wir eine grüne Röhre an uns. Und diese Röhre, oder diese grüne Röhre, ist genau von so einer Bedeutung, dass wir die brauchen. Das heißt, ich kann kein richtiges Deutsch. Das wollte ich damit ausdrücken. Ne, Scherz. Ich wollte sagen, dass wir die grüne Röhre brauchen, um weiter im Abenteuer zu kommen. Ist doch klar. Haha, nur wir. Nur wir? Nur wie? Nur wie sollen wir das jetzt schaffen? Ja, einfach mal durch die zweite Röhre. Und hier wartet auch schon ein Eingang auf uns. Aber wir kämpfen nochmal, weil warum sollten wir auch in den Eingang reingehen? Ist doch langweilig sowas. Auf einfach mal einen Sprung. Boom. Bazinga, perfekt. Oh. Ja, ja, setzen wir gleich ein. Von dem Buzzy Beetle sollten wir jetzt aufpassen, dass wir ihn nicht treffen, weil ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Hier geht man, kommt man übrigens auch raus. Und hier wartet dann ein paar Münzen und ein Glitzer-Seriensprungstick auf uns. Was ein langer Name, ey. Auf Englisch heißt er bestimmt nur so Shiny Line Jump. Genau, Sticker. Das ist ja auch nicht so viel. Okay, kann wir da eigentlich mit dem fertig machen? Ne, geht nicht. Okay, dann heißt das nur mit einem mit einem Sprung können wir den fertig machen und ihn somit wegkicken. Erst bald, danke. Dumm. Okay. Dann paparisieren wir hier einfach mal und setzen dann die Röhre ein. Denn die ist ja auch wichtig. Ohne die können wir nicht weiter. So, dann betreten wir diese Röhre. Und dann portiert er uns ganz nach unten. Aber was hier auf uns wartet, ist der hier. Wir müssen nämlich gegen einen großen Buzzy Beetle kämpfen. Oh shit. Schade. 3 wäre natürlich perfekt gewesen. Gegen den Maxi-Käfer, genau. Und wir können ihn auch nur so besiegen, indem wir den Powerblock einsetzen und egal was für einen Eisensprung nehmen. Denn der Powerblock ist wichtig, damit er sich auf den Rücken legt. Und ja, so können wir ihn dann einfacher treffen. Gut, wir haben ihn geblockt. Sehr schön, dass er nur 2 abzieht. Jetzt müssen wir aber noch einen zweiten Blaubock. Ah, nein! Ohne nächstes Item können wir den gar nicht besiegen. Komm. Nein! Mist, Mann! Schade, schade, Schokolade. Okay, wir haben noch einen zweiten Power, noch einen dritten Powerblock. Dann bin ich ja glücklich, ey. Aber mit Hüpfpushen. Ne, das setzen wir erst beim letzten Mal ein. Nochmal einen Eisensprung. Okay, er liegt wieder auf dem Rücken. Und dann Mr. Eisensprung Man. There we go. Ah, Mist. Hab nicht blocken können. Jetzt brauchen wir unbedingt einen Dreier. Unbedingt. Komm, Powerblock. Fuck. Wenn wir es nicht schaffen, sind wir genatzt. Denn da haben wir keinen Powerblock mehr. Hüpfpushen. Aber die Hüpfpushen müssten ausreichen. Weil hier ziehen wir ihm schon leider nichts ab. Komm, reicht, 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 reicht. Ja! Du kleiner Schwanzlutscher. Wir haben es geschafft. Was bekommen wir? 5. Neue Herzen. Ein KP plus. Somit wir 30 haben. Marios maximale KP sind jetzt 30. Unschwer zu erkennen. Ne? Okay. Und nachdem wir unseren kleinen Freund da gerade eben besiegt haben, den Maxi-Käfer, bekommen wir hier einen Color-Sprungsticker. Und dorthin gibt es wieder eine Tür.
Nur wie wir da reinkommen, können wir leider noch nicht. Wir können bis jetzt nur zum Ziel gehen. Und das ist das ganze Secret in diesem Level. Also war es doch gut, den grünen Tod zu befreien. Ja. Okay. So. Und dann geht unser nächster Stern oder auch unser nächstes Level zu Welt 1.6 Goomba Castell, wie vorhin der grüne Tod gelabert hat. Aber nein, wir gehen noch nicht weiter, denn man sieht sich im nächsten Part wieder bei den Kavomino-Gebirgen. Auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr dieses Projekt mögt. Unterstützt es auch noch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das mal schnell. Ist ja nicht so viel zu tun. Einfach nur auf Abonnieren drücken und dann sieht man sich wieder beim nächsten Part. Auf jeden Fall nicht verpassen und tschüss!